Im Schnittmodell ist die bekannte Anordnung des AWD-i-Systems mit kleinem E-Motor am Heck gut zu sehen. Neu ist die Plug-in-Hybrid-Variante, dessen Akku zentral am Unterboden befestigt ist, was laut Toyota die besten Fahreigenschaften nach sich zieht, dabei aber auch minimal die Bodenfreiheit einschränkt. Am Serienfahrzeug wird die Batterie nochmals zusätzlich von einer Kunststoffummantelung geschützt. Dank 7 kW Onboard-Lader soll der Plug-in-Hybrid in 2,5 Stunden voll geladen sein.
Kurz noch zum Glasdach, was erstmal schön getönt ist, was man hier jetzt nicht so viel sieht, aber auch keine Jalousie hat, soll dann dementsprechend trotzdem bei voller Einstrahlung die Wärme draußen halten. Wir werden sehen, wie es im Sommer aussieht. Aber auch vom Platz her sieht es ein bisschen anders aus als beim Volldach. Man hat nämlich gerade hier hinten dann mit knapp 2,5, 3 Fingern etwas weniger Kopfraum.